wieder dieser Traum vom Leben als jener universalen Fehlkonstruktion, die aber die einzige ist, die man hat oder ist. Wann hat das begonnen? Mit der Konkurrenzierung, mit dem Hochrüstungswettkampf, Bäume bereits, die den anderen Pflanzen das Licht klauen, Leben, das nur lebt auf Kosten des Lebens aller anderen, das immer diesen antizipatorischen Wettkampf, Konkurrenzierungskampf, Tod oder Lebensspiel, entweder du oder ich, antizipiert vorwegnimmt, wobei keiner überlebt, immer der andere irgendwann einen Kopf größer sein wird, sowohl individuell als auch bezüglich der Spezies insgesamt. Eine von Anfang an absurde Konstruktion. Selbst wenn sie es bis zu diesen Phänomenen der Selbstbeobachtung ihrer Kondition, ihrer Selbstauslöschung, ihrer Selbstabsurdität gebracht hat, was zu noch mehr Beschleunigung und Selbstausrottung führen wird, letztlich nur und nicht zur Erlösung oder Auflösung dieser Milliarden von Geburts-, Zeugungs- und Todesschreien, die durch die, man kann nicht sagen Äonen, man muss sagen Myonen, Myäonen, plärren, kreischen, krachen,